Mohammed Mesvadin weiß nicht mehr, was passiert ist. Der Elektriker und seine Kollegen arbeiteten an einer Fußgängerbrücke. Sie wurde für die Commonwealth Games in der indischen Hauptstadt Neu-Delhi errichtet. Doch die Brücke brach zusammen. Der Arzt hat mir gesagt, ich sei am Rücken verletzt. Ich muss jetzt 3 Monate lang liegen. 7000 Sportler aus 71 Ländern nehmen an den Commonwealth Games im Oktober teil. Doch die Vorbereitungen hinken im Zeitplan hinterher. Die Arbeiter sollen um jeden Preis fertig werden. Es gab keine Ausrüstung, nichts. Sie haben uns gesagt, wir sollen arbeiten und zwar schnell. Die Sicherheitsbestimmungen in der indischen Baubranche waren schon immer lax. Aber laut Gewerkschaften ist die Situation kurz vor Eröffnung der Spiele noch schlimmer geworden. Einige Arbeiter erhalten für einen 13-Stunden-Tag etwa $3. Sie arbeiten ohne Schutzkleidung. Auch die Qualität der verwendeten Baumaterialien wird laut einer Untersuchung der Regierung ein immer größeres Problem. Es gab so viele Unfälle und Verletzte. Die Regierung hat im Parlament im Juli eingeräumt, dass allein auf den Baustellen für die Commonwealth Games 42 Arbeiter gestorben sind. Die Verantwortlichen für die Spiele und die indische Regierung wollen sich zu diesem Thema nicht äußern. Doch die schlechten Arbeitsbedingungen und die schweren Unfälle schädigen nicht nur das Ansehen der Commonwealth Games, sondern auch den Ruf Indiens.